Schaut mal hier, heute bin ich bei der lieben Lana. Yay, Lana About Food. Und wir haben gerade über unsere Lieblingssupplements gesprochen. Hier sind meine Top 5 Supplements und hier sind Lanas Top 500 Supplements, inklusive jawohl. Athletic Greens. Jawohl, die wurden jetzt aber alle ersetzt durch ein Top Supplement, yeah, Athletic Greens. Und warum und weshalb, das erfahrt ihr auf meinem Kanal. Definitiv. Und dann auf jeden Fall auch noch einschalten. Wir haben nämlich noch ein Video über Supplements, die wir nicht oder nicht mehr benutzen. Auch das solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und dann kannst du selber für dich entscheiden, was für dich Top-Kanäle oder Supplements sind. Top-Kanal ist auf jeden Fall Lana About Food. Danke, danke. Auf jeden Fall verlinkt und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Was sagst du, Christian? Wie sieht das Ganze aus? Okay. Das Zeug sieht so ein bisschen aus wie so ein Chemiereiniger. So. Das, ja, hier und so. Das sind Supplements. Wir kommen jetzt zu den Supplements, die wir nicht benutzen. Christian sortiert jetzt mal meine Supplements aus. Die ich nicht benutze. Und sagt, was hast du alles daheim? Ja, ich habe alles da. Und ich habe auch alles ausprobiert. Zellstoff, ja. Zellstoff habe ich auch da. Hier Magnesium und Calcium. Zu meiner Sportlerzeit habe ich das täglich genommen. Aber es gibt auch wieder was Geiles zu verlosen. Heute auch in diesem Video. Ein Your Superfood Supplement deiner Wahl. Da kannst du gerne drauf schauen. Das ist auch was hier noch original verpackt. Du kannst auch gerne das Energy Bomb haben. Ist zwar was, was ich jetzt nicht benutze, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Aber jetzt, weil es eher für Frauen ist, ne? Bei genau. Ist nicht. Ja, genau. Jetzt erzähl aber mal, was hast du hier alles für Putzmittel da rumstehen und putzen ja, den Darm aus? Genau. Schau mal, was ich alles da habe. Und man muss sagen, das alles nehme ich nicht mehr. Ja, alles, okay. Alles, was ich da habe, nehme ich nicht mehr. Ich hoffe, euch geht es nicht so wie mir, dass ihr so einen großen Fundus habt. Aber ab und zu nehme ich doch das eine oder andere. Und warum und weshalb, dazu kommen wir jetzt. Wir starten zum Beispiel hier mit Bio-Ashwagandha. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz gut, wenn ich so Monate habe, wo ich so total im Kopf verwirrt bin. Ja, also ich merke, meine Gedanken von einer Baustelle zur anderen springen hin und her und ich merke so eine innere Unruhe. Nehme ich Ashwagandha. Und das ist aber nichts, was ich täglich nehme, sondern das ist was ich vielleicht ein, zweimal im Jahr mal nehme, so als Kur, vielleicht mal 30 Tage und dann ist auch wieder gut. Dann habe ich so meine Ruhe, das bringt mich wirklich runter. Ja, ist gut. Ne? Also dann nehme ich das jetzt mal. Durch die ganzen C-Sachen, I-Sachen und so weiter sind auch meine Gedanken öfter mal durch den Wind. Also Ashwagandha, guter Tipp. Genau, Ashwagandha, guter Tipp. Dann, das habe ich eine Zeit lang genommen, da musst du jetzt mal weghören. Für uns Mädels, wenn wir so Menstruationsbeschwerden haben und das so ein bisschen wehtut vielleicht, habe ich hier dieses Calm und das ist Magnesium, aber in pulverisierter Form. Und das ist wirklich was, das hilft. Das muss man sagen. Also das, was da am besten wie, hilft. Schaut zwar aus wie Chlorreiniger. Ja, sag mal, was am besten hilft. Dass du deinen Kaffee weglässt. Ich trinke keinen Kaffee. Und ja, nicht nur du, jetzt als Zuschauerin. Und für einen ausgeglichenen Säurebasenhaushalt hilfst, weil das ist nämlich nichts anderes, was das hier macht. Genau. Und dementsprechend hast du auch weniger Menstruationsbeschwerden. Absolut. Und ich muss auch sagen, es hat sich bei mir auch extrem verbessert. Also ich hatte noch vor 8 Jahren, sag ich mal, wo ich mich noch nicht so gesund ernährt habe, Beschwerden und habe jetzt aber nichts mehr, ohne dieses Zeug zu nehmen. Ja, aber so als Übergangsphase habe ich mir das damals gekauft und das hat mir zur damaligen Zeit, anscheinend war ich damals noch nicht so gesund vom Körper her, hat mir das sehr, sehr geholfen. Jetzt nehme ich es auch nicht mehr. So, was hast das du? Das hier ist ja ein richtig krasser Energy Booster hier, würde ich mir jetzt mal sagen. Weight Management, na, es ist zum Abnehmen. Jetzt kommen die geheimen Sachen hier raus. Genau, genau. Irgendeinen Pflanzenpulverextrakt, was wahrscheinlich dich dann so, quasi... habe ich alles ausprobiert. Ich habe in meiner Sportlerphase so voll irgend so ein Diätmanagement-Zeug mir anschwatzen lassen, als auch hier BCAAs genommen. Ja, Christian, ich weiß, aber wir sind ja alle nicht perfekt und so habe ich meine Geschichte auch. Das heißt, das würde ich jetzt alles gar nicht mehr nehmen. Das ist hier alles für mich raus. Was ich eine Zeit lang genommen habe, was richtig gut war, ist MSM für die Gelenke und so. Das fand ich richtig gut. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich bin davon begeistert, wenn man Probleme hat mit Gelenken. Wird übrigens auch schlecht aufgenommen. Als Mineralstoff würde ich auch liposomal nehmen. Haben wir unter dem Video auch eine liposomale Quelle verlinkt. Ja. Liposomales MSM viel besser. Übrigens auch hier, was ich jetzt zum Beispiel nicht nehme und was ich vielleicht als liposomal empfehlen könnte, ist Melatonin.
Zum das Einschlafen. Heißt, hier geht es ja um Schlafen, nicht nur zum Einschlafen, sondern auch zum besser Durchschlafen. Und wenn du halt tatsächlich Probleme damit hast, weil der fehlende Schlaf, der wirkt sich quasi auf alles aus. Ja. Auf deinen Appetit, absolut, auf deine Konzentration, auf dein Gewicht und auf dein Stresslevel und wie du gut gelaunt bist oder nicht. Ja. Von daher, also sowas, Melatonin in der liposomalen Form, weil du nicht viel davon brauchst und auch das immer nur kurweise benutzen. Nicht täglich. Na, weil der Körper natürlich eben auch einen Gewöhnungseffekt dann dadurch hat. Ja, absolut. Also absolut. Das hier empfehlenswert. Ansonsten habe ich hier noch Sachen da, die ich ab und zu nehme, wenn ich so spüre. Ja, zum Beispiel Biotin für Haut, Haare, Nägel. Zink, zum Beispiel, wenn ich spüre, dass ich gerade irgendwie eine Erkältung oder irgendwas bekomme, dann nehme ich eine Überdosis Zink, auch zu empfehlen, wenn man Kopfweh hat oder so, bevor man irgendeine Aspirin sich nimmt, nehme ich Vitamin C mit Zink kombiniert, hilft bei mir super gut. Aber das ist was, das nehme ich wirklich nicht mehr täglich, weil ich einfach keine Kopfschmerzen mehr habe. Übrigens, Vitamin C und Zink ist ja auch für Immunabwehr extrem krass, also ja. Es wurde ja auch bei der C-Thematik häufiger empfohlen von Ärzten. Also das heißt Zink, Vitamin C und natürlich eben auch, du hattest hier noch was, Vitamin D. Ja. Vitamin D und K2, das hier in Kapseln, hatten wir in dem anderen Video über Supplements, die wir nehmen, schon empfohlen, aber in liposomaler Form, um da eben auch bessere Aufnahmefähigkeit zu gewährleisten. Genau. Also von daher, wenn du Zink, Vitamin C und Vitamin D kombinierst, optimal eben, um dein Immunsystem zu steigern. Immer schauen, würde ich jetzt sagen, wenn du einzelne Minerale nimmst, wie Zink, wie Magnesium, wie Eisen etc., dass du immer schauen musst, jeder Stoff hat ein ein Gegenspieler. Ja, also das hat einen Gegenspieler. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt übermäßig Zink aufnehme, muss ich ein anderes Mineral aufbrauchen dafür oder es schwemmt es aus. Deshalb, wenn du einzelne Mineralstoffe nimmst, am besten in kolloidaler Form nehmen, weil die dann quasi den Gegenspieler nicht beeinflussen. Mhm. Ganz krass. Okay. Also von daher würde ich sowas dann empfehlen in kolloidaler Version. Okay, ja? Also bei dem Vitamin D3 müssen wir noch dazu sagen, das steht jetzt nicht hier, weil wir es grundsätzlich nehmen, sondern in der Kapselform nehmen wir es nicht. Ja. Ja, in der anderen Form nehmen wir es, dazu mehr in dem anderen Video. So, dann genauso Vitamin C nehme ich auch, aber nicht in dieser pulverisierten Form. Das ist zwar noch da, ab und zu in Smoothies, aber grundsätzlich eigentlich nicht mehr. So, dann habe ich hier so Darmgeschichten noch da, Darmreinigung, dann habe ich hier so Enzyme. Also das sind zwei Sachen, die ich finde interessant sind. Einmal CBD und einmal Enzyme. Also Enzyme generell empfehle ich, nehme ich aber nicht, weil ich einen Haufen Sprossen esse, ich einen Haufen Weizengrassäfte trinke und so weiter. Das sind halt ganz viele Enzyme drin. Wenn du allerdings das ganze Zeug nicht machst, viel oder dich, sag mal, konventionell normal ernährst, vielleicht das eine oder andere Fertiggericht benutzt, dann hast du überhaupt keine Enzyme mehr in deiner Nahrung. Und dann würde vielleicht sowas wieder Sinn vielleicht machen. Genau, müssen wir nochmal erklären, wozu Enzyme da sind. Genau, dass sie, genau, also Enzyme sind dafür da, um einfach die Lebensmittel, die du zu dir nimmst, besser aufspalten zu können, besser verarbeiten zu können, weil der Körper tut sich unheimlich schwer von dem ganzen Mischmasch, sage ich jetzt mal, bei Fertigprodukten, da eigene Enzyme auch zu bilden. Es gibt einen Enzymspeicher vom Körper und bei gesunden Lebensmitteln essen wir auch immer Enzyme mit, ja, bei einem Apfel zum Beispiel. Ja. Aber wenn man sich eben ungesund ernährt, dann tut das einfach der Verdauung gut und vereinfacht für den Körper quasi die Verarbeitung der Lebensmittel. Ohne Enzyme kein Leben. Ja, genau. So, dann habe ich hier nur noch Calcium und Magnesium, das Thema hatten wir schon. Und hier habe ich einen ganzen Komplex. Kieselsäure, Silizium, Magnesium, ja. Eisen, Calcium. Das habe ich meiner Mutter übrigens gegeben, nachdem sie einen Bruch hatte. Sie hat sich einen Arm gebrochen. Und dann hat sie von ihrem Arzt gesagt bekommen, sie soll jetzt mal, was war das, was sie nehmen sollte? Also nicht mehr. Grundsätzlich die Schindlers. Calcium. Ah, genau. Ja. Die Schindlers-Minerale, das sind nämlich genau, die Schindlers-Minerale, die sind ziemlich bekannt gewesen, auch früher schon, würde ich jetzt grundsätzlich sagen, dass sie nicht schlecht sind, ist ein guter Komplex, aber wie gesagt, wenn du auf die ausgewogene Ernährung achtest und wenn du hier die Sachen nimmst, die wir hier schon empfohlen haben, dann brauchst du das nicht. Hast du mit CBD schon Erfahrung gemacht?
vielleicht am ja, Schluss? Ja, und zwar gar keine. Ich habe es eingenommen und habe einfach keine Wirkung gemerkt. Okay, also CBD hat anscheinend sehr, sehr viel Gutes. Ich habe jetzt auch das noch nie richtig genommen, ja. Aber es wird ja grundsätzlich von der Pharmaindustrie absolut auf der Observer-Liste gehandelt und immer wieder verboten und so weiter. Also scheint das dran zu sein. Absolut. Wir persönlich haben jetzt noch nichts davon gemerkt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich festgestellt habe, auch durch meinen Bekanntenkreis, dass es da wichtig ist, auf die Dosierung zu achten. Also das ist am Anfang so ein bisschen ein Ausprobieren, wie viel Prozent du brauchst von dem CBD und wie viel Tropfen. Und ich habe es erst einmal probiert und habe dann nichts festgestellt. Anscheinend war vielleicht die Dosierung einfach für mich zu schwach oder vielleicht muss man das auch regelmäßiger nehmen. Aber ich für mich brauche es nicht. Ich weiß aber um die positive Wirkung, zum Beispiel auch bei Migräne und Co. CBD hilft auf jeden Fall. Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Man muss sich halt so ein bisschen einfinden. So, was hast du hier noch in der Hand? Ja, jetzt kommen wir zum absoluten schlechtesten Nahrungsergänzungsmittel, was ich je gesehen habe. Den müssen wir nochmal bringen, bevor wir dann natürlich nochmal zur Verlosung kommen. Also das hier ist Bio-Kurkuma in Kapseln. Ja. Warum finde ich das jetzt so schlecht? Warum findest du weil, schlecht? Aus zwei Gründen. Ich habe auch noch ein Pulver da, wenn du magst. Aus zwei Gründen. Weil es einfach, Kurkuma ist ja als Pulverform, gerade in asiatischen, in indischen Ländern ja zum absolut so, ja. Der heiße Shit. Ist ja auch wirklich gut, das Zeug. Aber warum muss ich es jetzt für einen überhöhten, brutalsten, überhöhten Preis in Kapseln umgefüllt zu mir nehmen? Ja, weil es einfach eklig schmeckt. Dann würde ich nämlich hergehen, dann würde ich nämlich Kurkumin zu mir nehmen, weil das ist der Wirkstoff, der in Kurkuma enthalten ist und übrigens, was weiß ich, 300 Mal besser aufgenommen wird wie Kurkuma, weil einfach der Wirkstoff Kurkumin in Kurkuma fast nicht aufgenommen wird und deshalb würde ich dann Kurkuminkapseln kaufen. Ja, ne? Und das ist auch noch unausgepackt. Ihr habt aber schon mal da. Ihr habt schon mal da. Wer es haben will, verlosen wir es vielleicht auch noch. Ja. Dann geben wir die Versandkosten gratis dazu und ansonsten kriegst du richtig gute Supplements. You Superfoods, nur Original Superfoods drin. Sowas wie Acai, Guarana, Maca, Lucuma. Aber es gibt auch ganz viele anderen. Toll, es schmeckt auch süß. Mal. Schmeckt süßlich, ne? Mega süß, weil da hier ist hier noch Bananenpulver mit drin. Und das hier gibt richtig krasse Energy. Ja? Ohne jetzt irgendwie pushen zu wirken. Ne? Ja, cool. Also, ne, das ist kein Booster, sondern das ist einfach, das tust du in deinen Smoothie, in deinen Shake rein und hast was richtig Leckeres. Also von daher, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Auf jeden Fall auch hier wieder drunter schreiben. Kannst du natürlich drunter schreiben, welche Supplements nimmst du nicht, welche findest du Quatsch, findest du allgemein Supplements Quatsch. Schreib einfach was drunter, du nimmst an der Verlosung teil oder du gibst der Lana 5 Sterne, Daumen hoch und dein bestes Lob aller Zeiten. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen aus unserem Erfahrungsschatz und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.